Zur Halbzeit der Legislaturperiode ist die Regierung Laschet vor allen Dingen an ihren eigenen hehren Ansprüchen gescheitert. Und sie liefert nicht in den entscheidenden Zukunftsfragen. 67% der Bevölkerung zeigen sich in Umfragen unzufrieden, beispielsweise im Bereich Umweltpolitik. Und das zu Recht, denn die Regierung Laschet handelt hier nicht nur nicht, sondern sie wickelt Umweltstandards ab. Massentierhaltung wird erleichtert, der Flächenfraß wird nicht gestoppt, der Kiesabbau am Niederrhein wird erleichtert. Und vor allen Dingen, die Regierung Laschet bremst die Erneuerbaren aus. Wir brauchen das Gegenteil, um die Energiewende zu schaffen. Das heißt, dieses Land braucht gerade bei dieser Generationenaufgabe der Energiewende mehr Mut, mehr Aufbruch und mehr Anspruch. Wir Grünen haben zu sehr vielen Bereichen der Landespolitik bereits eigene Konzepte vorgelegt. Wir haben im Bereich Klimaschutz ein Klimaschutzprogramm für die Kommunen vorgestellt, in dem wir mit einem Förderprogramm die Kommunen bei der energetischen Gebäudesanierung, bei der Klimafolgeanpassung mit Entsiegelung von Flächen und so weiter unterstützen wollen. Wir wollen die Kommunen insgesamt bei den Investitionsmöglichkeiten unterstützen, denn der Investitionsstau ist immens. Wir brauchen dringend für die armen Städte in unserem Land einen sogenannten Altschuldenfonds, damit diese Kommunen wieder handlungsfähig werden. Und ganz aktuell haben wir einen Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht, um den Frauenanteil im Parlament zu erhöhen. 27% Frauen im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Wir meinen, das kann so nicht bleiben. Die Hälfte der Macht der Frauen und daher das Paritätgesetz, damit wir mehr Frauen ins Parlament bringen.